Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Hier auf der nordfriesischen Marsch, vierfach Map in der Version 1.5 ohne Gräben. Wir sind jetzt endlich dabei, uns die Ernteflotte fürs Maishäckseln zusammenzustellen. Und den größten, nein, stimmt überhaupt nicht, den größten Teil haben wir noch gar nicht. Ein Teil haben wir. Ein Teil der Abfahrer haben wir. Aber noch längst nicht alles. Noch längst nicht alles, so. Und ja, eigentlich müsste ich erstmal noch Cosplay-Tutorials gucken, wie das genau geht. Aber. Nö. Mach ich nicht. So. Okay. Das ist das. Wir müssen jetzt natürlich zum Händler und ein paar Sachen kaufen. So. Habe ich da vorne? Ja, habe ich. Gewicht dran habe ich. Schöne Bilder machen. So. Hey. Unglaublich. Überall liegen hier Paletten rum, ey. So. Auf zum Händler. So. Platz machen. So, und dann wollen wir mal einkaufen gehen. So, Schiebeschilder. Ah, hier Riesenauswahl, ne? Kaufen. Ja, möchte ich. Ja, schön. So, Schiebeschilder habe ich. Was wollte ich denn noch? Kipper wollte ich. Ich wollte noch einen Glascover 760. Ja. Kann man ja nie genug von haben. Jetzt haben wir 5 davon. So, Feldhäcksler. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir uns denn kaufen als Feldhäcksler. Mir wurde ja empfohlen, der hier. Wenn dann richtig. Twin Wheels Front, ne, will ich nicht. Ne, Deluxe Tracks will ich auch nicht. Beifreifen. Kaufen wir einen davon. Und dann kaufen wir noch einen Glas. Auch natürlich in der größten Ausführung.
jetzt brauchen wir noch Schneidwerke dafür. Quatsch. Feldhäcksler. Schneidwerke. Jetzt kriege ich auch erstmal pauschal nach hinten. Jetzt muss ich erstmal gucken, was ich denn brauche. So, was habe ich da denn mit 9 Meter? Guck mal, was kaufen. Das nicht. Das. Kaufen wir das mal. Ob das Sinn macht? Ich hab keine Ahnung. Glas Orbis. Kaufen wir auch mal. So. Wir haben Geld ausgegeben. Nicht zu wenig. Fast 1 Million. Nur für so ein paar fusselige Fahrzeuge. So. Erstmal der hier. Der kriegt jetzt erstmal den... den Cargos. Unseren 5. Klasse Cargos. Und der fährt schon mal direkt zurück zum... Naja, vielleicht auch noch nicht. Da kann eigentlich gleich hier der Dingens da hinterherfahren. Vielleicht hätte ich mir ja noch ein anderes Schiebeschild kaufen sollen. Es gibt doch bestimmt noch breitere, weil das hier ist ja dann doch im Vergleich zu dem Traktor vielleicht dann doch eher niedlich. Schiebeschild will ich aber ja gar nicht aufklappen. Ich würde es ja einfach nur gerne hochfahren. Oh, krass. Wieso kann ich das nicht hochfahren? Wieso kann ich das Schiebeschild nicht hochfahren? Muss ich nicht verstehen. Muss ich gleich nach der Aufnahme hier mal gucken, ob ich da vielleicht noch vernünftige Schiebeschilder finde oder woran das liegen kann. Ihr wisst das bestimmt schon wieder. Und denkt euch, Mann, Friesenjung, du weißt auch gar nichts, ne? So. Aber schlecht an.
So. Sehen wir ihn hier auch noch? So. Das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. So. Jetzt bauen wir uns hier gleich die große Kolonne auf. Die dann alle geschlossen schön hochfahren zu den Feldern. Oha, das macht ja was werden. Dann wollen wir mal fahren. Mal gucken. Kommt hier was? Ja. Dann kommen wir ja los. Atemberaubender Geschwindigkeit. Sehr geil. Sehr geil. Und dann wollen wir mal gucken, wie das dann gleich alles so funktioniert. So mit in Silo reinfahren und so. Hinten kommt einer, hier kommt auch einer. Ach,
Was für ein Bild. Okay, dann wollen wir mal. Oh, jetzt kommt uns einer entgegen. Das könnte gleich bitter enden. Glück gehabt. Ja, dafür habe ich jetzt Scheiße gebaut. Naja, gut, aber jetzt sind wir fast da. War klar, der eine fuhr da nicht rum, dann kann der andere da auch nicht rumfahren. Das ist natürlich doof von mir. Mal gucken, die Traktoren schaffen es auch nicht. Mit Sicherheit. Doch, die schaffen es. So, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo. Besucht mich bei Facebook. Mal gucken, wie das hier aussieht. Jo. Ist der an? Ne, der ist aus. Alles klar. Und, ja, würde mich natürlich noch viel mehr freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn wir unser Maishäckseln starten. Ja, in diesem Sinne sage ich dann mal ciao.